Es stimmt, liebe Schwestern und Brüder, dass der Apostel Paulus in dem Abschnitt hier im 4. Kapitel des Römerbriefes den Patriarchen Abraham sehr stark aufgrund seines Glaubens heraushebt. Das findet bis heute viele Anhänger, wenn wir von den monotheistischen Religionen als abrahamitischen Religionen sprechen. Und immer wieder, dafür gibt es berühmte Vorbilder, bis in die Neuzeit hinein, wird der Glaube Abrahams hervorgehoben. Erik Petersen hat darauf hingewiesen, zu Recht, dass wir uns darin nicht erschöpfen dürfen als Christen. Und der letzte Vers unserer Lesung macht das deutlich. Abraham ist lediglich ein Typ des Glaubens und damit im Modus der Vorläufigkeit. Abraham vergießt zur Gerechtmachung und Sühne kein Blut, weder das eigene noch das seines Sohnes Isaak. Er wird von Gott daran gehindert, wie in einer Bestärkung der Vorläufigkeit. Damit Sünde vergeben wird, fließt das Blut des Christus. Und damit Rechtfertigung geschieht, wird er auferweckt, dass sein Geist wirken kann. Deshalb heißt es am Ende hier, uns wird dieser Glaube, dieser Typ des Glaubens angerechnet, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn von den Toten auferweckt hat. Wegen unserer Verfehlungen wurde er hingegeben, wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt. Wahrscheinlich zitiert Paulus hier ein ganz altkirchliches eucharistisches Hochgebet. Also, so wichtig Abraham ist, wir sollen uns nicht in ihm erschöpfen. Wir können uns nicht allein auf Abraham verlassen. Denn er ist nach seinem Tod, wie die Väter sagten, in die Vorhölle gekommen und wurde erst durch Christus, als er in die Unterwelt hinabstieg, wir werden das heute im 4. Hochgebet sprechen, er ist hinabgestiegen zu den Vätern und hat sie ans Licht geführt, ins Licht des Lebens. Nicht aus eigener Kraft, auch nicht aufgrund des Glaubens, sondern das wirkt erst Christus. Die Vorläufigkeit und die Erfüllung. So wichtig Abraham ist, er bleibt vorläufig. Er bleibt lediglich ein Typus des Glaubens. Die Vollendung und die Erfüllung finden wir in Christus.